Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich begrüße euch recht herzlich, freue mich, dass ihr wieder da seid. Heute lohnt es sich richtig, weil heute gibt es was ganz Spezielles. Und zwar hat sich der RPG Fabi aus dem Transportviewer-Forum mit einigen anderen zusammengesetzt und uns das Wahrzeichen der Stadt Wuppertal gebastelt. Und zwar die Schwebebahn, die es dort gibt, das unter Denkmalschutz stehende Wahrzeichen der Stadt Wuppertal. Und ihr merkt schon, ich bin begeistert, weil es ist einfach Wahnsinn, was möglich ist in Transportfieber. Wir bauen das Ganze jetzt mal. Den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Wir beginnen mit dem Bahnhof. Den findet ihr natürlich unter Bahnhöfe. Dann ist der hier. Der Schwebebahnbahnhof. Könnt ihr die... Na, das ist falsch. Hier. Ihr könnt hier... Eine einzelne Möglichkeit habt ihr. Und zwar die Schilder, die unten drunter stehen. Ja oder nein. Wir machen jetzt einfach mal ja. Bauen diesen Bahnhof einfach mal hier dran. So. Zack. Machen das Ganze dann auch in der anderen Stadt, wo auch immer sie ist. Sie ist hier hinten. So. Bauen das dann hier dran. Und dann findet ihr unter Gleisen, findet ihr hier die Schwebebahngleise. Um das Ganze natürlich auch zu verbinden. Und ihr seht, ihr könnt hier rausbauen. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, die Stützen auszuwählen. Einmal so. Das hier verstehe ich leider nicht. Hier kann man auswählen, Oberleitung, Auto, ja, nein. Wir bauen das mal, weil die Stützen sind ja gar nicht damit dran. Deswegen, wir gucken uns das mal an. Ihr müsst das natürlich gerade machen, weil wenn ihr nach unten macht, dann, ja, habt ihr einfach nur ein Schotterbett. Das muss natürlich immer schweben. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wer es weiß, bitte aufklären. Wir reißen das nochmal ab. Na. So. Weil die Stützen ergeben für mich nicht wirklich Sinn. Aber es gibt ja auch noch die anderen. So. Nehmen wir die. Gerade bitte, wie eben auch. Wie kurvig geht das? Ja, das geht. Wir wollen ja hier nur einmal zurückfahren. So, wo war die Stadt? Da hinten. So. Natürlich würde ich das jetzt nicht... Verdammt. Überland bauen. Ich will euch das ja jetzt nur mal zeigen. Deswegen machen wir das Überland. Aber normal. So, normal baut man das natürlich in der Stadt. Ich meine, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Natürlich. Das ist ja euch überlassen. Ich mache das jetzt nur aus Demonstrationszwecken. So, fahren wir hier rüber. Verfügbar sind die Strecken, glaube ich, ab 1902. Was ist das jetzt? So. Die Strecke ist verfügbar ab 1902, wenn ich mich nicht täusche. Aber die Wagen, die es bisher dazu gibt, die sind leider erst verfügbar ab 1972. Vorher gab es ja die Kaiserwagen. Ist leider noch nicht gemoddet im Spiel, sondern nur die neueren Fahrzeuge. So, einmal da dran. Genau. Rückenpfeiler-Kollision. So. Und einmal wieder zurück. Damit wir auch eine kleine Kreisstrecke haben. Würde natürlich auch eingleisig gehen. Was heißt eingleisig, sondern, ich muss noch ein bisschen hoch. Sondern nicht als Rundstrecke, sondern einfach als Hin und Her. Aber wir wollen natürlich eine Rundstrecke.
Also was heißt, wir wollen, wir bauen uns eine. Und ich kann es so immer wieder sagen, ich finde es Wahnsinn, was mittlerweile echt möglich ist. Oder besser gesagt, was es so alles gibt in Transportweaver. Das ist schon Wahnsinn. So, jetzt richten wir uns gleich mal die Linie ein. Natürlich von hier. Nach hier. Und dann seht ihr hier unten. So, jetzt sieht man die Linie. Aber wir wollen natürlich da auch Signale für die Bahn. Das? Nö. Kann man da die normalen Signale dran bauen? Weil ich wollte natürlich schon. Jetzt habe ich eine schöne Rundstrecke gebaut, aber. Okay. Ja, wir bauen das jetzt einfach mal da oben drauf. Damit wir hier rund fahren können. So. Genau. Das Depot. Gibt es natürlich auch noch unter Depots, selbstverständlich. Hier das Schwebebahndepot. Das bauen wir uns mal hier hin. So. Verbinden das Ganze. Mit Strecke. Oh, ich hoffe, das ist verbunden. Aber sieht so aus. Pfeilerkollision. Okay. Okay, das kollidiert anscheinend mit dem Depot. Machen das einfach anders. Mal diesen kleinen Hügel hin. So. Da muss man dann natürlich gucken. Kollidiert immer noch. Das ist natürlich doof. Dann bauen wir das Ganze doch mal ohne die Pfeiler und kaufen uns jetzt ein Züglein. Das dauert immer ein bisschen bei über 300 Mods. So. Das müsste unter Triebwagen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das sind ja Triebwagen. Da haben wir sie. Die GTW 72. Die ganzen Daten lese ich euch auch mal vor. 38 Passagiere gehen rein. Höchstgeschwindigkeit sind 60 km/h. 22 Tonnen. Leistung 10.500 Kilowatt. Zugkraft sind 830 Kilonewton. Betriebskosten, ja, wie immer, kann ich euch leider nicht nennen, da ich ohne Kosten spiele und die Lebensdauer sind 50 Jahre und die Ladegeschwindigkeit 6,0. Und wie gesagt, das Ganze ist verfügbar ab 1972. Die Strecke könnt ihr euch schon hinstellen, Anfang des 20. Jahrhunderts, aber die Wagen gibt es erst ab 1972. So, wir kaufen da mal zwei von. Schicken die mal auf die Reise. So, da kommt sie raus. Mach mal Stopp, wir gucken uns das mal an hier oben. Seht ihr die Träger? Also das ist die Halterung. Es ist ja im Grunde gar keine Schwebebahn. Da ist ja. Ja, wie soll ich das erklären? Weil es immer Kontakt zur Schiene gibt. Eine Schwebebahn ist ja, die schwebt ja Millimeter, Zentimeter über der Leitschiene. Deswegen ist die Bezeichnung Schwebebahn eigentlich falsch. Es ist eine Einschienenbahn. Aber dieser Name Schwebebahn hat sich eingebürgert. Joa, das sieht, der Wagen ist jetzt nicht mega austexturiert. Aber ich möchte mich auf keinen Fall beschweren. Ich bin so
gehypt, dass es diese Schwebebahn im Spiel gibt. Wie gesagt, für eure Großstädte lohnt sich das auf jeden Fall. Es ist eine mega Abwechslung, ist richtig toll. Der Wagen ist jetzt noch, wie gesagt, noch nicht mega austexturiert, da sitzt auch niemand drin, der fährt. Aber ich denke mal, dass das in Zukunft dann vielleicht auch noch geupdatet wird. Wir steigen mal ein und sehen, dass wir nichts sehen. Das ist auch schade. Ich denke aber mal, dass das nicht anders möglich war mit den Wagen, dass man da die Kamera halt nicht unter die Schiene kriegt, sondern dass die in der Schiene verläuft. Aber mein Gott, man kann ja mitfliegen hier so. Machen wir jetzt auch mal. Das ist schon wirklich, also, mir gefällt es super. So, wir fahren hier rein. Da sind natürlich noch keine Passagiere. Und wenn ihr euch das runterladet, lasst auf jeden Fall bitte einen Daumen da. Sind die Pfeile auch nicht verbunden? Schon komisch. Hier auch. Immer so Pfeiler dazwischen, die nicht verbunden sind mit der Schiene. Aber lasst den Jungs auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und einen netten Kommentar, weil das ist wirklich was ganz Spezielles, wo ich nie gedacht hätte, dass sowas möglich ist in Transportfieber. Wirklich super. Das mit den Pfeilern, ja, vielleicht gibt es eine Erklärung. Ich bin schon mal mit der Schwebebahn selbst gefahren. Das ist aber jetzt, Moment, lass mich nicht lügen, 25 Jahre her, mit 8 Jahren. Ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern. Ob das einen Sinn hat, warum die Pfeiler hier zwischendurch nicht verbunden sind mit der Schiene. Eigentlich den Sinn dahinter erkenne ich nicht, aber vielleicht gibt es ja doch einen. Oder ob das einfach noch so ein kleiner Fehler ist, den man dann noch beheben muss. Es wird ja weiter an der Bahn gearbeitet. Ist ja noch nicht der Endzustand. Aber was ich sehe, ist schon, wenn die schön durch die Stadt fährt, schwebt, über den Straßen, über den Flüssen. Das gefällt mir schon gut. Ja, wenn euch diese Mod gefällt, und wenn euch mein Video gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Daumen nach oben unterstützt. Mir auch was Nettes schreibt, wie euch die Mod gefällt. Oder wie gesagt, diese Pfeiler, warum die zwischendurch nicht verbunden sind. Ob ihr schon mal mit der Schwebebahn gefahren seid. Ich würde sagen, wir fahren auch bis zum Bahnhof. Und dann soll es das auch gewesen sein. Der Sound ist aber auch nett. Warten dort hinten Passagiere? Nee, und da? Auch nicht. Ist ihm wahrscheinlich zu langsam. Was haben wir denn hier? Eine 17 Minuten Frequenz. Ja, das ist natürlich zu langsam. Ja, am 24. gab es ja eh ein richtig großes Mod-Paket im Adventskalender. Das war schon Bombe. Auch an der Stelle nochmal einen großen Dank an das Forum, an all die Modder. Der Adventskalender war wirklich eine tolle Sache. Und es gibt ja noch ein Fenster mit einem Fragezeichen. Ich denke mal, ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich Silvester oder Neujahr aufgehen wird. Und ich bin echt gespannt, was sich dahinter versteckt. Ich meine, die würden da ja nicht noch ein Spezialfenster einbauen nach dem 24. Wenn das nicht irgendwas Tolles sein würde. Ich bin echt gespannt, was sich dahinter versteckt. Ihr könnt ja mal munkeln. Könnt mir ja mal schreiben, was ihr denkt.
bin echt gespannt. Ja, jetzt sind wir gleich da und ich kann euch nur nochmal sagen, für den öffentlichen Nahverkehr ist das, wenn man ein Städtchen hat, gerade im Schönbau, wenn man sich die Städte selber baut, so wie ich, das so mitzuplanen auf meiner Modellbahnkarte, werde ich das wahrscheinlich in die Stadt mit einbauen, die in der Mitte sitzt. Würzburg, diese Hauptstadt in der Mitte, wo ja auch alle Züge der Karte wahrscheinlich halten werden. Da werde ich wahrscheinlich in die Stadt noch die Schwebebahn mit einbauen. Schade, dass jetzt keine Passagiere einsteigen, aber ist ihnen wohl zu langsam die Frequenz. Ja, wir fahren hier mit ein. Bin jetzt ja mal an den Bahnhof setzen. Mit dem Kameratool. Das wäre doch mal eine Idee. Setzen wir uns hier mal rein. Gucken mal. Oh, hier stehen auch Bänke drin. Können wir uns den Bahnhof nochmal angucken. Nett, nett. So, und dann drücken wir Play. Und da kommt sie. Gehen die Türen auf und hier sieht man noch mal schön oben die Halterung. Da ist so eine Leitschiene drauf, das gelbe, und da sind quasi die Räder drin. Also wie gesagt, es ist eine Schienenbahn, die quasi auf den Schienen läuft. Die Verbindung zwischen den Wagen. Und wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass hier die Innenräume und alles noch texturiert werden. Ich denke mal, dass die Jungs das zum 24.12. veröffentlichen wollten. Und ja, in dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch gefällt die Mod richtig gut. Und über Bilder, Videos, wie ihr diese Bahn verbaut habt, würde ich mich dann auch sehr freuen, das im Forum zu sehen. In dem Sinne, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!